Hab keinen Plan, was das ist, aber ich weiß ja nie, was er mitbringt. Ist es jetzt was Gutes oder ist es was Schlechtes? Diesmal war es ja wieder recht spät und wir dachten uns so, oh, irgendwas passiert. Klar, irgendwas passiert hier immer. Freut ihr euch, ne? Ja, die Freude hält sich leider Gottes in Grenzen. Wenn der Starblitz kommt, ja, nee, schwierig. Ja, der Starblitz ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, wie sehr dir davon schlecht wird. Starblitz, Geldgier am Starstrand? Ob Kohle, Knete oder Marge, Reality-Stars machen alles für die Gage. Deutschland wurde gefragt, welcher Reality-Star würde alles für Geld tun? Nun müssen die Stars ihre Bilder in die richtige Reihenfolge bringen, um den käuflichsten Reality-Star unter ihnen identifizieren. Also ich bin weit vorne, weil die Zuschauer halt. Jasmin, ich kann nicht weit vorne sein. Also. Hi Twins. Hello. Oh, ihr seht toll aus. Oh, danke. Ihr zwei dürft heute die Wand der Wahrheit moderieren. Toll, oder? Okay, perfekt, super. Liebe Reality-Stars, das heutige Thema der Wand der Wahrheit ist bekannt. Wir wollen wissen, welcher Reality-Star würde für Geld alles tun? Erstellt ein Ranking und ordnet eure Fotos auf der oberen Bilderleiste an. Geld ist nicht immer alles, ne? Auf welchen Promi unter euch trifft das Thema am ehesten zu? Also noch mehr als auf alle anderen. Da mussten wir halt überhaupt nicht überlegen, wer da auf Platz 1 ist. Ronald auf die 1, ehemaliger Ronald Politiker. Ronald 1, safe. Das war ganz klar Ronald. Naja, ist ja nicht ehrenvoll, der Geldgierigste zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Nein, 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 oben. Darunter kommt ja dann die Auflösung. Ich glaube, er weiß das auch selber, dass er dafür, fast alles machen würde. Ich meine, der hat überhaupt keine Schamgrenze. Der duscht hier nackt vor uns. Geld macht mich geil. Geld macht mich geil. Ich kann auch fragen, wer ist der größte Verbrecher? Dann komme ich wahrscheinlich auch auf Platz 1. Geld macht mich geil. Geld macht mich geil. Zum Beispiel glaube ich, also wenn die Zuschauer, in der Rolle der Zuschauer, wäre eine Nina Christine, und du weißt, ich meine das nicht böse, die sich schon mal für den Playboy ausgezogen hat, ist gleich so, ja, eine Frau, die sich nackt macht, die macht auch alles für Geld. Meine Theorie, die ihr Ärger geben könnte. Eine Frau zieht sich fürs Playboy aus und ist automatisch geldgeil, weil sie sich ausgezogen hat. Vielleicht war das ihr Wunsch und ihr Traum und sie hat sich das einfach erfüllt. Hat doch nichts mit geldgeil zu tun. Also Nina, Christine vielleicht drei? Nina 2, Mama, Elena 3. Die Frage ist immer, was ist die Wahrheit? Ist die Wahrheit etwas, was die Leute denken und sagen? Die Wahrheit sieht immer ganz anders aus. Die Wahrheit ist ja, was ich denke. Ah, gut zu wissen. Twins, Paco und ich müssen hinten sein. Wir haben ja kein Geld. Nein, Heinrich ist bestimmt der Letzte. Bitte. Der Gute. Ich bin immer sehr bescheiden und zurückhaltend. Das war ich schon in der Kindheit, in der Schule und so. In den Rankings großer Stars geht es oft um ihr Vermögen. Bist ihr auf 9? Wir haben aber leider keine großen Stars. Unsere kann man nicht nach ihrer Kohle ranken, sondern nur nach ihrer Gier auf Kohle. Weil menschlich ist das ja auch viel spannender. Dann lassen wir's so, ne? Ja. So schätzen die Stars ihr Geldgier-Image beim Publikum ein. Euer Ranking steht und natürlich auch das der Zuschauer. Hinter Platz 12 verbirgt sich ein Reality-Star, der zahm ist wie ein Lamm, Er lieber seine Schäfchen als seine Banknoten. Applaus für Schäfer Heinrich. Ein Punkt für die Stars. Platz 11, Glückwunsch an Sissi. Schön für ihr Image, schlecht für die Punkte. Die Stars hatten Sissi genau wie Martin falsch platziert. Dasselbe mit Jasmin auf der 7 und Paco auf der 8. Die beiden müssen Plätze tauschen. Ebenfalls richtig, Larissa auf 5. Und jetzt das Siegertreppchen. Wer gilt als besonders gierig? Platz 3 für eine Lady, die in den letzten 5 Jahren in über 10 TV-Formaten war. Respekt. Boah, überleg mal, ne? Für Deutschland steht deshalb fest, wer so viel Bock auf Sendezeit hat, macht auf jeden Fall einiges für Geld. Applaus für Rich Mama Elena. Elena. Richtig getippt. Ich glaube, ich liebe Geld und wer liebt schon nicht Geld? Aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles für Geld machen würde, weil dann hätte ich 50 Sendungen gemacht in einem Jahr. Und
Das ist auf keinen Fall so. Deutschland hat eine Entscheidung getroffen, an der nicht mehr zu rütteln ist. Der Reality-Star, der für Geld alles tun würde, ist Ronald. Nina Christine, du bist demnach auf Platz 2. Ist mir völlig unverständlich, denn diese Frau, die ist ja immer still und lieb und zuvorkommt und passt eigentlich mit ihrer Persönlichkeit bequem unter jeden Aschenbecher. Richter Schill und Elena haben die Stars richtig platziert. Larissa auch, dann kommt lange nix, aber am Ende doch noch ein Treffer. Heinrich der Gute auf Platz 12. Irgendwie war es schon leicht zu sagen, wer wo steht. Und so schlecht lagen wir auch gar nicht. Lieber Rona, bitte geh jetzt ins Tiny House. Tiny House. Ah, okay. Mir geht es völlig am Arsch vorbei, was die Leute in Deutschland über mich denken. Weil ich wohne 10.000 Kilometer entfernt, ja nicht umsonst. Und das bemerke ich normalerweise nicht. Es tangiert mich nur höchst peripher. Der deutsche Meister im Fremdwort-Weitwurf muss ins Tiny House. Da wird den Zweitligisten Angst und Bange. Oh je. Ja, als es dann hieß, Ronald muss jetzt ins Tiny House gehen, irgendwas holen oder machen, dann haben wir alle schon wieder so einen richtigen Kloß irgendwie im Bauch gehabt, weil wir uns dachten, oh Gott, in unserem Kopf. Für die Zuschauer ist Ronald Barnabas Schill die Geldgier auf zwei schlanken Beinen. Wir wollen herausfinden, ob er das wirklich ist oder ob es nur ein bisschen stimmt. In dem Kuvert mit Ronalds Namen wird alles erklärt. Lieber Ronald, vor dir liegen 3.000 Euro. Mir steht heute frei, ob du dieses in deine eigene Tasche steckst oder ob du ein paar Scheine verschenkst. Nutze für diese Entscheidung die vor dir liegenden Umschläge. Befülle sie nach deinem Ermessen, sofern du überhaupt etwas abgeben möchtest. Nimm alle Umschläge mit in die Sala, verkünde die Aufgabe, verteile sie an jeden Einzelnen. Verrate aber nicht, wie du dich entschieden hast. Naja, dass die Befragten mich als den Gierigsten, den Geldgierigsten empfinden, zeigt vielleicht nicht ihre Dummheit. Aber es zeigt, dass sie großes Pech beim Denken haben. Und die Zuschauer werden spätestens bei der Ausstrahlung der heutigen Folge bemerken, dass ich mich hier mit einem drittklassigen Honorar habe abspeisen lassen im Vergleich zu Jan und im Vergleich zu Elena. Das müsste doch spätestens dann als Zeichen meiner Bescheidenheit wahrgenommen werden. Und als Zeichen dafür, dass ich hier bin aus ganz anderen Motiven als diesem schnöden Mammon. Alles wertloses Papier. Deswegen werde ich dieses Geld einfach weiter verschenken. Insbesondere an diejenigen, die sich noch mit einem schlechteren Honorar haben abspeisen lassen als ich selbst. Yassim, der talentierteste von allen. Heinrich der Schäfer. Ich auch was. Diese Zuschauer haben einfach keine Ahnung. Und hier Sissi. Sissi? Die Unschuld vom Lande, die ist geldgierig. Die kriegt ein bisschen was als Zeichen meines guten Willens, aber nicht zu viel. Das fiel mir überhaupt nicht schwer, die Kohle zu verteilen. Jan, entschuldige bitte Jan, aber der kann ich nichts guten Gewissens geben. Und Heinz ist auch Millionär, der kriegt auch nichts. Und Paco kriegt was. Ich komme hier vor wie ein Buchhalter. Das ist bloß aus mir geworden. Früher mit zwei Dienstlimousinen gepanzert, zwei Chauffeuren und 9 Leibwächtern. Ich würde nicht alles für Geld tun. Ich würde vieles für Geld tun. Da liegt noch ein Scheinchen. Ah, ja. Na. Auch ein 500er. Das ist ja kein Kleingeld. Verbirgt sich eigentlich hinter diesen Blüten echtes Geld? Na klar, das kriegt jeder bei seinem Auszug. Da muss ich meine Entscheidung vielleicht doch noch mal überdenken.
Was machst denn du da jetzt? Schau noch mal, ob das gerecht ist. Ich kam aus dem Tiny House mit 3.000 Euro und hatte ja vorher gerade erfahren, welche Leute mit geringem Honorar abgespeist worden waren. Und mein Interesse war, das so weit wie möglich auszugleichen. Einmal Richter, immer Richter. Aber Hut ab. Dort, unten, auf der anderen Seite, im Tiny House, hat mich ein Geldsegen erwartet. Weil ich dazu berufen bin, Geld zu sammeln als der Gierigste, der Geldgierigste. Und es kam dort 3.000 Euro über mich. Für manchen von euch, wie man heute gesehen hat, ein Trinkgeld. Diejenigen, die bekanntermaßen schon eh das dickste Honorar haben, die sind natürlich etwas zu kurz gekommen bei meiner Wahl. Diejenigen, die klagen mussten, weil sie durch ein drittklassiges oder ein viertklassiges Honorar abgespeist worden sind, die werden jetzt belohnt. Als Zeichen meines guten Willens habe ich mir erstmal 1.000 zurückgegeben. Gibt's noch? Wenn er sich selber 1.000 Euro gibt, dann ist das einfach eklig. So bei Geld, Geld hört die Freundschaft auf, sagt man ja auch. Ja, das ist für die Twins. Dankeschön. Das ist echt Geld drin. Es wurde heute Geld verschenkt. Der Ronald war da spendabel. Wir haben tatsächlich 250 Euro abbekommen. 100 Euro hatte ich mal im Umschlag. Natürlich ist das viel Geld. Aber wenn du das mal vergleichst, ist das schon irgendwie auch, also... Für Jan. Mein Umschlag kriegt Heinrich. Den kriegt Heinrich? Ja. Gut. Heinrich. Da ist nichts drin. Ja, er ist eh der Reichste. Ey, Ronald Schill und das 3.000 Euro Gate. Und ich bin ganz ehrlich, zeigt auf jeden Fall eine Seite von Ronald Schill, die mir bewusst war, die ich aber hart abturnend finde. Für Heinz. Mein Umschlag kriegen die Teenies. Die Teenies. Der liebe Heinz. Einfach ohne zu wissen, wie viel er überhaupt in diesem Umschlag hat, meinte er, ja, gib das mal zu den Zwillingen. Da steht eh nichts drin. Hat er eh nicht bekommen. Diese Geste allein, das hat wirklich, so wirklich unser Herz, nicht wegen dem Geld. Also Im Endeffekt war nichts drin. Der Ronald hat ihm nichts gegeben. Elena, aber auch du gehörst zu den Großverdienern hier. Ja, es war schon zu erwarten, dass ich nichts bekomme. Meine Gage war einfach zu krass. Diesen Jahr neben mir haben die genau 10 Cent bekommen, deswegen ist okay. Die Einzige, die möglicherweise ein bisschen sauer war, war die Elena. Elena hat am meisten gestört, dass ihr Kuvert leer war. Und das lag daran, dass sie eben eine vielbeschäftigte Reality-Schauspielerin ist, die meistbeschäftigste überhaupt. Und sie mir erzählte, dass sie in Zürich ein Haus für 1,8 Millionen gekauft hat. Ja, das ist schon egoistisch. Also ich bin da, glaube ich, viel zu fair. Wäre das mir passiert, hätte ich auf jeden Fall das Ganze für alle verteilt, damit das auch fair ist. Aber seine Entscheidung und die Auswahl steht ja schon bald an. Yassin mit einem prall gefüllten Kuvert. Last not least noch den lieben Heinrich. Danke. Der Heinrich, seine Gage war jetzt nicht die höchste. Und dann hatte er natürlich mehr bekommen und wir waren überglücklich für ihn. Wirklich? Vom Herzen? Komm, ich gebe eine Runde aus. Gehen wir aus, Kapako. Das ist das Fünffache von meiner Gage. Ich bin Geringverdiener. Reality Star auf 450 Euro Basis. Da tun 800 Euro nochmal drauf. Ganz gut. Dann kann ich vielleicht meine Freundin mal auf den Döner einladen.